So, hi, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf TTV, auf dem TTV Clan Channel. Und diesmal ein ein Nuketown Spiel. Und zwar, Suchen und Zerstören. Habe ich die Vector dabei mit dieser grünen 115 Tarnung, die sieht richtig cool aus. Und es ist ein gutes Suchen und Zerstören, den Score seht ihr nachher. Oder eher am Ende vom Video. Habe ich zusammen mit dem Scopex gespielt, den sieht man hier. Und wir haben eigentlich beide eine gute Runde hingelegt. Und deswegen muss man mal zeigen. Und ich werde ein bisschen drauf eingehen, wie ich so vorgegangen bin jetzt im Suchen und Zerstören. Den letzten Kill, ihr seht gerade, ich habe nur Einsatzschild gesehen, dachte C4 werfen, ne? Ich hätte ihn auch so wegholen können. Bin halt gestorben dabei. Das ist eher nicht so toll gewesen. Aber ihr seht, ich habe keinen Schalldämpfer drauf und ich habe viel zu hohe Streaks drin. Also ich war nicht auf Suchen und Zerstören vorbereitet. Beziehungsweise Schalldämpfer brauche ich eigentlich nicht immer. Ich warte hier am Anfang erstmal, bis die Sniper sich alle wegfetzen und bis der erste Sturm vergeht. Bis jeder sich da erstmal in die Klauen gekriegt hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Erstmal das Kanonenfutter vorschicken. Und wenn sich das alles so ein bisschen abgeglüht hat, die paar Camper dann vorne weg sind, dann nehme ich meine Waffe in die Hand und renne vor und versuche so gut wie möglich die restlichen Gegner zu holen, die wahrscheinlich halt immer in den Häusern campen auf so einer Map oder eben dahinter. Deswegen sucht nach passenden Eingängen von rechts, von links, von der Mitte, immer erst gucken, ob man da durch kann und dann von hinten ranschleichen. Hier habe ich einfach so reingeworfen, C4. Glückstreffer, dass da einer wirklich auch drin war. Also kann man auch oft testen, wenn man C4 hat und Plünderer. Hier nochmal mit C4 ist einfach eine geile Sache. Auch im Suchen und Zerstören. Nochmal ein Gegner, also die haben gar kein Ende genommen. Ich habe mich gefragt, wo jetzt noch ein Gegner sein soll. So viele wie weggeholt wurden. Aber es war wirklich noch jemand übrig. Einer, glaube ich, war noch übrig. Bombe ist gelegt. Ja, und der zweite Gegner wird jetzt auch ausgeschaltet. Von einem anderen Mitkollegen. Also nicht von mir jetzt, aber von unserer Lobby. Und somit schon mal 2-0. Also eigentlich ganz simpel. Erstmal ein bisschen warten beim Suchen und Zerstören und dann eigentlich nur noch abstauben, wenn man so mag. Das ist eigentlich eine coole Sache. Den Orbi habe ich jetzt da halb, aber den habe ich glaube ich nicht bekommen. Eigentlich schade drum. So ein Orbi im Suchen und Zerstören ist bestimmt lustig. Manche werden das jetzt vielleicht als Campen ansehen, dass ich hier hinten abgammel erstmal. Aber wenn ihr versteht, man kann, wenn man sofort da vorrennt bei Nuketown und da hockt einer oben im Fenster, einer rechts im Gang, einer links im Gang, einer in der Mitte vom Haus. Ihr seid sofort weg. Macht gar keinen Spaß mehr so. Daher, es gibt immer ein paar, die vorrennen und die dann vielleicht noch den einen oder anderen, der da irgendwo im Haus gammelt, wegholt. Und wenn ihr im Team seid, man kann sich immer gut absprechen. Er hatte zum Beispiel einen C4 hochgeworfen. Ich wollte auch schon fast, aber da er es schon gemacht hat, spare ich mir meinen C4. Und ausnahmsweise mal habe ich keinen Kill gemacht in der Runde. War halt wohl doch zu passiv, aber es hat ja im Prinzip funktioniert, weil die Runde an uns ging und wir gewonnen haben. Und das ist ja auch eine coole Sache, wenn man das Spiel an sich gewinnt, nicht nur viele Kills macht. So, und in der letzten Runde geht's nochmal ab. Da kommen jetzt nochmal Kills. Muss natürlich, ne? Hier auf der Seite vor allem ist es gut zu warten, weil ihr seht schon auf der Karte, beziehungsweise da wo ich stehe, rechts und links von mir, ist natürlich der Gang, wo sie alle liegen, mit den Snipers oder mit den Sturmgewehren. Aber dann kann man sich so langsam ein bisschen vorarbeiten und immer hinter die Deckung gehen, ein bisschen Headglitchen, ne? Dann kriegt man den einen oder anderen auch mit. Da war einer oben im Fenster, habe ich nicht so gemerkt. Aber den habe ich wenigstens erwischt. Ah, doch, da oben im Fenster ist einer, wenn ihr ihn seht. Habe ich irgendwie nicht drauf geachtet. Man kann ja nicht auf alles achten. Aber so, der Weg ist frei, deswegen, man kann sich von hinten hinschleichen. Zufällig noch einer in die Arme gelaufen. Und ihr habt gesehen, da liegt eine S-Mine. Deswegen bin ich nicht reingegangen, sondern habe erstmal C4 vorgeworfen. Und der Gegner, der da drin war, der kam mir vorhin gerade entgegen. Ich dachte, der wär noch drin und es wären zwei gewesen, aber da habe ich mich getäuscht einfach. Und jetzt müsste ich, glaube ich, meine 12 Kills schon zusammen haben. Einer müsste irgendwie noch übrig sein, soweit ich
Weiß, ja. Ein Gegner war noch übrig, der wurde auch weggeholt vom Teammate und somit 4 zu 0 gewonnen das ganze Spiel, also sauber durchgeführt. Und Kills waren auch nicht schlecht. Kommt da das Scoreboard noch? Ah ja, hier. Wenn ich selber drück. 12 zu 1, Scopix 8 zu 2, der andere 4 zu 0, also super gelaufen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Gut, sagt Bescheid, wie es euch gefallen hat. Ob es euch was geholfen hat, wenn ich so ein bisschen erkläre. Und bewerten, nicht vergessen, kommentieren, ja. Abonnieren und bis zum nächsten Mal.